Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach den Terroranschlägen in den USA führt eine starke Spur nach Deutschland. Ermittlungen, die durch Hinweise des FBI ausgelöst wurden, haben den Verdacht erhärtet, dass drei der Flugzeugentführer und Attentäter lange in Hamburg gelebt haben. Die Bundesanwaltschaft vermutet, dass die Männer arabischer Herkunft zu einer terroristischen Vereinigung gehörten, die von Hamburg aus die Anschläge mit vorbereitet hat. Bei Durchsuchungsaktionen hat es erste Festnahmen gegeben. Der Tipp kam vom FBI und setzt in Hamburg die Sondereinsatzkommandos in Bewegung. Drei der Attentäter hatten zeitweise in der Hansestadt gelebt. Sie standen auf den Passagierlisten und hatten einen Pilotenschein. Sie agierten offenbar nicht allein. Es besteht der Verdacht, dass sich zumindest seit Anfang dieses Jahres aus in Hamburg aufhältlichen Personen arabischer Herkunft und islamisch-fundamentalistischer Glaubensrichtung eine terroristische Vereinigung gebildet hat. Hinter dieser Wohnungstür in Hamburg-Harburg haben zwei der Attentäter zeitweise gelebt, legal als ausländische Studenten. Mohammed Attar aus den Vereinigten Emiraten saß an Bord der einen Todesmaschine. Er hat 8 Jahre in Hamburg studiert und ein Diplom in Maschinenbau von der Technischen Universität Harburg. Hier kennt eigentlich jeder jeden, umso größer ist das Entsetzen, auch beim Präsidenten, der nichts bemerkt hat. Wenn an dieser Universität so etwas auch nur als ganz kleines Pflänzchen sich entwickeln würde, nur ruchbar würde bei einer kleinen Gruppe, dieses würde ich unmittelbar erfahren. Da können wir unmittelbar auch gegensteuern. Von fundamentalistischen Umtrieben hat auch der ASTA nichts bemerkt, wo Mohammed Attar in einer Arbeitsgruppe aktiv war. Mehr über das Netzwerk der Attentäter erhofft sich die Polizei von dieser Aktion heute Nachmittag in Hamburg, bei der ein verdächtiger araber-tunesischer Herkunft verhaftet wurde. Ein Diebstahl von 2 Pilotenuniformen der Fluglinie American Airlines im April in Rom steht möglicherweise in Zusammenhang mit den Terroranschlägen in den USA. Die italienische Polizei nahm die Ermittlungen jetzt neu auf. Auch Dienstausweise waren gestohlen worden. An den Entführungen der 4 amerikanischen Flugzeuge waren nach Angaben von US-Justizminister Ashcroft mindestens 18 Luftpiraten beteiligt. Außerdem hätten sie eine bedeutende Zahl von Helfern gehabt. Als Hauptverantwortlich für die Terroranschläge betrachten die USA nach den Worten von Außenminister Paul den Moslem-Extremisten Bin Laden. Vor 1,5 Stunden wurde der Flughafen LaGuardia in New York evakuiert und ein Mann verhaftet. Er hatte versucht, verdächtige Gegenstände, wie es bisher heißt, durch die Kontrollen zu befördern. Noch ist nicht bekannt, ob dieser Mann tatsächlich Waffen oder Sprengstoff in ein Flugzeug bringen wollte. 7.500 Mitarbeiter des FBI sind rund um die Uhr im Einsatz. 40 Entführer und ihre Helfer sind den Ermittlungsbehörden bereits namentlich bekannt. Nach 10 weiteren wird noch gesucht. In Florida hatten sich die Attentäter privat eingemietet. An dieser und einer weiteren Flugschule lernten sie, einen Jet zu steuern. So viel ist bekannt. Bereits gestern waren 3 Männer in Boston im Bundesstaat Massachusetts festgesetzt worden. Alle reisten mit Pässen aus dem Nahen Osten. Noch ist nicht offiziell bekannt, ob sie mit den Entführungen etwas zu tun haben. Autos und Wohnungen wurden durchsucht. Dabei entdeckten die Fahnder auch Abschiedsbriefe der Entführer an ihre Eltern. Mit einem Bombenalarm im Pentagon hatte der Tag heute in Washington begonnen. Teile des größten Regierungsgebäudes der Welt mussten erneut evakuiert werden. Kurz darauf kam die Entwarnung, ein Mann wurde verhaftet. 190 Menschen werden noch in den Trümmern vermisst. Diese erste offizielle Schätzung gab heute das Verteidigungsministerium bekannt. Präsident Bush telefonierte mit dem Bürgermeister von New York City, um seinen Besuch bei den Aufräumarbeiten in den Trümmern des World Trade Center anzukündigen. Morgen wird er nach einem Gedenkgottesdienst nach Manhattan fliegen. Anschließend fragten ihn Reporter, für was er in diesen Tagen denn bete. Nicht für mich. Ich bete für die Familien, die Kinder. Er ringt nach Fassung. Ich bin ein liebender Vater, sagt er. Und ich habe jetzt eine Aufgabe zu erfüllen und ich werde sie erfüllen. Im In- und Ausland wurden bereits große Teile der amerikanischen Truppen in Alarmbereitschaft versetzt. Zur aktuellen politischen Entwicklung in den USA, jetzt live aus Washington, Patricia Schlesinger.
In diesem Ausnahmezustand fordert Präsident Bush größere Kompetenzen, als ihm als Oberbefehlshaber der Streitkräfte ohnehin zustehen. Bisher muss der Kongress militärischen Aktionen zustimmen, so schreibt es die amerikanische Verfassung vor. Es sei denn, die USA erklärten offiziell einen Krieg. Zurzeit diskutieren die Senatoren in Washington D.C. die Konsequenzen einer solch drastischen Maßnahme. Demokraten und Republikaner im Senat haben aber schon beschlossen, dem Präsidenten Handlungsspielraum bei der Verteilung von 20 Milliarden Dollar einzuräumen. Es ist eine Anzahlung, sagt das Pentagon. Bush hatte diese Summe gefordert, nicht nur um New York und Washington bei den Wiederaufbauarbeiten zu unterstützen. Mit diesem Geld soll auch die neue Terrorismusbekämpfung finanziert werden. Der stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz hat heute Morgen erklärt, die USA planen nicht einen einzelnen Militärschlag, sondern eine umfassende militärische Kampagne. Damit zurück nach Hamburg. Präsident Bush hat den morgigen Freitag zum Nationalen Tag des Gebetes und der Erinnerung erklärt. Obwohl die Rettungsmannschaften die Hoffnung fast aufgegeben hatten, wurden am Abend aus den Trümmern des World Trade Centers in New York noch Überlebende geborgen. Darüber, wie viele Menschen ums Leben kamen, gibt es nach wie vor nur Schätzungen. Die Behörden sollen intern von bis zu 10.000 Toten ausgehen. Vermisst gemeldet wurden bis heute fast 5.000 Menschen. Ich gehe jetzt ins Leichenschauhaus, sagt dieser verzweifelte Mann. Seine Tochter arbeitete im 98. Stock des ersten Turms, der getroffen wurde. Vielleicht hat sie ja jemand gesehen. Ihr Name ist Joanne Robino. Das hier ist mein Verlobter. Wir wollten doch im Mai heiraten. Wir sind gerade aus dem Urlaub gekommen, erzählt uns Rachel. Er ist mein Leben. Genau wie Sie versuchen viele verzweifelte Angehörige alles, um die Spuren der Vermissten zu finden, auch wenn sie ahnen, wie gering die Aussichten sind. Tag und Nacht versuchen die Rettungseinheiten weiterhin zu helfen. Sie haben überwiegend Tote geborgen. Vor einer Stunde endlich eine wirkliche Rettung. 5 verschüttete Feuerwehrleute sind wie durch ein Wunder ausgegraben worden. Aber noch immer bleiben Tausende verschwunden. 4.763 Leute werden vermisst nach dem aktuellen Stand, so Bürgermeister Giuliani. Auf dem New Yorker Union Square haben sich viele der Freunde und Familienangehörigen zu einer Mahnwache versammelt, um gemeinsam zu trauern. Auch wenn die New Yorker versuchen, den Alltag wieder aufzunehmen, sie werden aus diesem Albtraum lange nicht erwachen. Die Suche nach den mehreren tausend Menschen, die noch unter den Trümmern begraben sind, wird die nächsten Wochen hier überschatten. Und dann wird die Stadt definiert nach dem, was fehlt. Nach den Menschen, die gestorben sind und nach dem World Trade Center, dem Wahrzeichen von New York. Aber eine junge New Yorkerin hat zu uns gesagt, sie können unsere Gebäude zerstören, unsere Seelen können sie nicht zerstören. Die USA haben am Nachmittag ihren Luftraum wieder für zivile Flüge freigegeben, allerdings unter strengen Sicherheitsauflagen. Die meisten Fluggesellschaften wollen ihre Transatlantikflüge deshalb erst morgen wieder aufnehmen. Außerdem soll abgewartet werden, bis sich die inneramerikanischen Staus aufgelöst haben. Um verstärkte Anstrengungen im Kampf gegen den Terrorismus ging es heute bei der NATO in Brüssel. Im gemeinsamen Rat mit Russland, der wegen der Anschläge in den USA zusammenkam, wurde dafür eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Zugleich wurde klargestellt, dass die Allianz zwar grundsätzlich zu einer breiten Unterstützung der USA bereit ist, eine Entscheidung über Militäraktionen an der Seite Washingtons sei aber noch nicht gefallen. Nur die auf Halbmast geflaggten Fahnen bewegten sich heute bei der NATO hektisch. Ansonsten lautete die Botschaft des Tages Ruhe bewahren. Die Allianz plane derzeit keine militärischen Aktionen. Um den Bündnisfall zu aktivieren, müssten die USA es zweifelsfrei nachweisen, dass die Anschläge von außen gesteuert wurden und wer die Drahtzieher sind. Und ob die Amerikaner tatsächlich bei ihrer angekündigten Vergeltungskampagne auf die Hilfe der NATO zurückgreifen, wird mit Fragezeichen versehen. Berichte über bereits anvisierte Ziele weist man entschieden zurück. Es gibt anhaltende Gerüchte, die NATO bereite eine Invasion in Afghanistan vor. Das ist absolut falsch. Die Allianz plant zu diesem Zeitpunkt keine militärischen Operationen. Wir haben lediglich klargemacht, dass wir bereit sind, die USA zu unterstützen, wenn diese das beantragen. Auf einem Sondertreffen des NATO-Russland-Rates erklärten beide Seiten ihren Willen, diesen barbarischen Akt nicht ungestraft zu lassen. Russland versicherte, die NATO im Kampf gegen den weltweiten Terrorismus zu unterstützen. Ein wichtiger Schulterschluss, der Kritiker im NATO-Rat beruhigen könnte. Denn Frankreich hatte gefordert, keine Schritte ohne die Beteiligung Moskaus zu unternehmen.
Die gemeinsame Erklärung Russlands und der NATO ist ein wichtiges politisches Signal. Es zeigt, dass die Bereitschaft zum Kampf gegen den Terrorismus weit über die NATO hinausgeht. Militärisch verpflichtet sich Russland dabei jedoch zu nichts. Und überhaupt wurde bei der NATO heute vor allem betont, dass alle Gedankenspiele über militärische Szenarien noch weit verfrüht sind. Der Beschluss der NATO für eine breite Solidarität mit den USA hat in Deutschland ein positives Echo gefunden. Nahezu einhellig sicherten die Parteien der Bundesregierung ihre Unterstützung zu und sprachen von einer angemessenen Antwort auf die Terrorserie. Nach den Worten von Verteidigungsminister Scharping ist in Deutschland mit der Bündnisentscheidung aber weder der Verteidigungs- noch der Spannungsfall eingetreten. Es war heute Nachmittag am Verteidigungsminister, zur Deeskalation beizutragen, vor Panikmache zu warnen. Bündnistreue hieße nicht gleich Krieg. Wir stehen nicht vor einem Krieg. Ich verstehe zwar sehr gut die Ängste und Besorgnisse in der Bevölkerung, aber wir stehen nicht vor einem Krieg. Wir stehen vor einer ernsten terroristischen Herausforderung. Und dafür wird es eine angemessene Antwort geben. Wie ein deutsches Engagement aussehen könnte, Bereitstellung von Logistik oder mehr, dazu sagte der Minister nichts. Aber vor einer möglichen Militäraktion würden alle NATO-Partner die Ermittlungsergebnisse von Polizei und Geheimdiensten sorgfältig auswerten. So hatte der Tag in Berlin begonnen, wie an vielen anderen Plätzen auch, mit 5 Schweigeminuten. Bundestagspräsident Thierse hatte seine Mitarbeiter und Besucher des Reichstages zum gemeinsamen Gedenken eingeladen. Im Reichstag versicherten alle Parteien außer der PDS, dass sie hinter Amerika, hinter der NATO-Entscheidung stünden. Die Union aber mahnte, dass erhöhte Sicherheitsaufwendungen ein Überdenken des Bundeshaushaltes nötig machten und dass sich der Bundestag schnellstmöglich mit dem NATO-Beschluss befassen solle. Ansonsten Bündnistreue ohne Wenn und Aber. Wir sind uns der Bedeutung bewusst. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist aber entschlossen, auch in der Kontinuität ihrer Politik innerhalb des Bündnisses die Solidarität jetzt zu wahren, die es im Bündnis zu wahren gilt. Auch bei den Grünen ein Bündnis ja, aber Diskussionsbedarf und noch keinen Blankoscheck für einen Bundeswehreinsatz. Die Amerikaner hätten ein Recht auf Vergeltung, nicht auf Rache. Das Völkerrecht deckt Rache nicht ab. Eine davon geprägte Eskalationsstrategie lehnen wir ab. Politische Solidarität und menschliches Mitgefühl. Vor der amerikanischen Botschaft zeigte Berlin auch heute wieder, wie es mit Amerika trauert. Westliche Diplomaten haben heute Afghanistan verlassen, ebenso offenbar weitere Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen. Aus Angst vor möglichen US-Vergeltungsschlägen verlassen auch Bürger arabischer Staaten die Hauptstadt Kabul. Aus pakistanischen Regierungskreisen verlautete, dass die Vereinigten Staaten Pakistan nun offiziell um Unterstützung gebeten haben. Der extremistische Moslemführer Osama bin Laden wird in Afghanistan vermutet und soll dort mehrere Ausbildungslager unterhalten. Die US-Botschafterin in Islamabad, Wendy Chamberlain, trifft Pakistans Präsidenten General Musharraf. Quasi über Nacht ist Pakistan eine Schlüsselrolle zugefallen bei der Jagd der USA auf den mutmaßlichen Terroristen Osama bin Laden. Rein formell hat Musharraf seine Unterstützung zugesagt. Alle Länder müssen zusammenarbeiten beim Kampf gegen den Terrorismus. Ich versichere Präsident Bush und der US-Regierung, dass wir jederzeit bereit sind zu einer Kooperation. Die 3 westlichen Diplomaten, die in Kabul den 8 angeklagten Shelter-Now-Mitarbeitern beistehen sollten, sind zurückgerufen worden nach Islamabad aus Sicherheitsgründen. Das weitere Schicksal der Angeklagten, darunter 4 Deutsche, ist jetzt erst recht ungewiss. Alle ausländischen Entwicklungshelfer sind aus Afghanistan evakuiert worden. Allein die UNO hat 80 ihrer Mitarbeiter ausfliegen lassen. In ganz Pakistan sind die Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden. Die Behörden fürchten Terroranschläge radikaler Moslems für den Fall, dass Pakistan die USA bei der Jagd auf Osama bin Laden unterstützt. Deshalb versuchen die Amerikaner, diplomatischen Druck auszuüben auf Pakistans Präsident General Musharraf. Pakistan solle, so der Wunsch der Amerikaner, recht schnell Einfluss ausüben auf die Taliban, um so die Auslieferung bin Ladens zu erzwingen.
China will sich dem Kampf gegen den Terrorismus anschließen, warnt aber vor überhasteten Aktionen und sucht die Kooperation im UN-Sicherheitsrat. Wie China die USA unterstützen will, ist noch nicht bekannt. Die Regierung in Peking verurteilte die Terroranschläge in den Vereinigten Staaten aufs Schärfste. Es gibt Berichte, dass der israelische Außenminister Peres und Palästinenser Präsident Arafat sich nun doch treffen wollen. Als Termin nennen israelische Medien den kommenden Sonntag, als Ort den Flughafen von Gaza. Offizielle Bestätigungen gibt es aber noch nicht. Unterdessen dauert die Gewalt im Nahen Osten an. Die israelische Armee ist in der Nacht in die Städte Jericho und Jenin eingerückt. Dabei wurden 4 Menschen getötet und zahlreiche verletzt. In der vergangenen Nacht nahm die israelische Armee wieder die autonome Stadt Jenin unter Beschuss, setzte Panzer und Hubschrauber ein. Ziel sei es gewesen, so eine Militärsprecherin, die terroristischen Aktivitäten zu unterbinden. Jenin ist in den Augen der Regierung ein Terroristennest. Von hier waren die meisten Selbstmordattentäter von Hamas und islamischer Dschihad. In Jericho zogen nach der nächtlichen Aktion die Panzer wieder ab. In den Augen der Palästinenser aber verschärft Israel seinen Aggressions- und Zermürbungskrieg. Sharon glaubt wohl, weil die Augen der ganzen Welt auf Amerika gerichtet sind, kann er diese Situation gegen die Palästinenser ausnutzen. Und bei der Beerdigung in Jenin drohten Extremisten, dass Selbstmordattentäter den Belagerungsring um die Stadt durchbrechen werden. Panzer in Jericho, in den palästinensischen Flüchtlingslagern, bei den arabischen Nachbarn rund um Israel, bedeutet das noch mehr Gewalt gegen die eigenen Landsleute. So im größten Flüchtlingscamp im Libanon, Ein El Hilweh. Nicht wenige der Flüchtlinge rechnen diese Gewalt gegen die Palästinenser auf mit dem Terror gegen die USA. Daher Freudenschüsse auch heute noch. Die Amerikaner hätten nie ernsthaft versucht, die israelischen Panzer zu stoppen. Also müssten sie auch die Folgen tragen, so die verzweifelte Rechnung der Flüchtlinge. Daher kommt einer wie Bin Laden gerade recht. Das ist Osama Bin Laden, das ist unser Liebling, Gott segne ihn. Das ist ein richtiger Moslem, der kämpft für den Islam und hat keine Angst. Die Ikone Bin Laden, mehr ein Ausdruck der wachsenden Verzweiflung und Verbitterung unter den Flüchtlingen, denn der versucht, die Terroranschläge zu rechtfertigen. Auf den Friedensprozess hatten sie große Hoffnung gesetzt, seit Monaten aber nur Enttäuschung. Dass solche Freudenschüsse ihrer Sache schaden, ist für sie kein Thema. Und nun noch einige weitere Nachrichten vom Tage. In Mazedonien ist heute die 2. Entwaffnungsphase abgeschlossen worden. NATO-Kommandeur Lange teilte dies offiziell in Skopje mit. Nach verschiedenen Informationen sind bislang insgesamt 2200 Waffen von albanischen Rebellen eingesammelt worden. Nun ist wieder das Parlament in Skopje am Zug. Es wurde, wie es hieß, für nächste Woche zusammengerufen. Trotz der Terroranschläge in den USA hat in Frankfurt die 59. internationale Automobilausstellung begonnen. Kurz nach der Eröffnung gedachten Fachbesucher und Aussteller der Opfer der Anschläge. Die meisten der rund 1100 Anbieter verzichten in diesem Jahr auf ein aufwendiges Showprogramm und präsentieren ihre Modelle bei gedämpftem Licht und leiser Musik. Am Sonnabend öffnet die IAA auch für den Publikumsverkehr. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird im Zusammenhang mit dem umstrittenen Cholesterinsenker Lipobay nun doch kein Verfahren gegen den Bayer-Konzern einleiten. Entsprechende Vorwürfe gegen das Pharmaunternehmen wurden heute zurückgenommen. Bayer habe, anders als zunächst behauptet, keine Informationen über die Sicherheit des Medikamentes zurückgehalten. Bayer hatte das umstrittene Mittel Anfang August vom Markt genommen. Es wird weltweit mit mehr als 50 Todesfällen in Zusammenhang gebracht. In Berlin hat das Jüdische Museum am Morgen erstmals seine Tore für das Publikum geöffnet. Die Ausstellung im Kreuzberger Liebeskindbau dokumentiert mit fast 4000 Exponaten die deutsch-jüdische Geschichte. Die Veranstaltungen anlässlich der Museumseröffnung werden trotz der Anschläge in den USA wie geplant stattfinden. Ein erster Publikumsabend am Dienstag war abgesagt worden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 14. September. Die Kette der Atlantiktiefs reißt nicht ab. Eins davon zieht morgen über Deutschland hinweg und versorgt uns wieder mit Regenwolken. Das nächste liegt schon in der Nähe von Irland bereit. Schönstes Spätsommerwetter dagegen im Süden Europas.
Bei uns bleibt es heute Nacht meist wolkig, vor allem südlich des Mains fällt Regen. In den Morgenstunden erreichen uns von Westen her wieder neue Wolken, die kräftige Schauer, zum Teil auch Gewitter bringen. In Norddeutschland deutlich weniger Wolken und ab und zu auch etwas Sonne. Im übrigen Land lockert der Himmel erst am späten Nachmittag langsam auf. Es bläst ein mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. 7 Grad heute Nacht in der Lüneburger Heide, sonst 8 bis 11 an der Nordsee, der Elbe und am Rhein bis 12 Grad. Am Tag 14 bis 17, in Norddeutschland bis 18 Grad, im Allgäu 10 Grad. Am Samstag erreicht uns das nächste Tief mit seinen Regenwolken, die auch in den nächsten Tagen für kühles Schauerwetter sorgen. In den Alpen fällt oberhalb von 1400 Metern Schnee.